Es kommt wieder etwas Licht ins Leben von Familie Görges. Ihr Haus ist innen wieder trocken. Die ersten Arbeiten sind erledigt. Die Heizung funktioniert. Seit den 80er Jahren wohnen die Görges hier. Hochwasser hatten sie nie. Bis zum 14. Juli. Da stand das Wasser bis fast unter die Decke. Die Hausbesitzerin erfährt von unbekannten Menschen aus ganz Deutschland Hilfe. Auch von Alessia Decker, die war irgendwann einfach da. Heizung, Heizkörper, das stand soweit, alles wunderbar. Türen für den Keller, Kellerfenster haben wir auch noch nicht. Es gibt so viele gute Seelen, die sich auf den Weg gemacht haben und die fingen mit uns an zu weinen, die haben mit uns gelacht, so als wenn man sich immer gekannt hat. Das ist so eine ganz andere Atmosphäre. Man hat nicht das Gefühl gehabt, man hat fremde Leute an der Seite, sondern ja, da kommen wirklich Freunde, die, also ich kann es einfach nicht beschreiben, aber es ist so, ja, das sind jetzt wirklich Freudentränen, die ich jetzt habe, weil es einfach, es war so viel Glück im Unglück. Von Anfang an hat sie beim Aufräumen an der Ahr mit angepackt. Alessia Decker. Sie kommt aus Mülheim an der Ruhr, nimmt jedes Mal 1,5 Stunden Anfahrt in Kauf. Sie engagiert sich für das Projekt 5-Euro-Haus und ist quasi Patin von Monika Görges. Für dieses Haus sucht Alessia Decker nach Geldgebern, die bereit sind, 5 Euro monatlich an Monika Görges zu überweisen. 25 Spender gibt es bereits. Ja, ich beteilige mich an dem Projekt, weil ich hier einfach selber sehe, hier kommt die Hilfe direkt an. Die Hilfe geht direkt an den Betroffenen und das ist das ganz Wertvolle an diesem Projekt. Wenn ich nicht vor Ort bin, dann organisiere ich tatsächlich auch viel von zu Hause aus. Da geht es dann um Sachspenden, die vermittelt werden, um Anfragen an Hersteller, ob die uns eben helfen können. Also da geht viel Zeit ins Land drauf, aber es macht unglaublich viel Spaß. Und mit jedem Erfolg, den man erzielt, will man einfach weitermachen. Die Idee zum Projekt hatte Jörg Burkhardt. Er kommt aus der Nähe von Stuttgart und war anfangs auch Fluthelfer. Und so reifte der Plan. Viel hilft viel. Je mehr Spender es gibt, desto mehr lässt sich an den Häusern reparieren. Wir erleben den Weg zum Ziel Stein für Stein, ja, Tapete für Tapete. Das ist unvorstellbar, was wir auch von Seiten der Helfer erleben. Das kann man nicht beschreiben, das Gefühl, ne, weil das so gigantisch ist. Wenn man sieht, wie die Menschen da alles verloren haben, von einer Sekunde auf die andere. Und wir helfen und wir kannten die Menschen vorher, ist unvorstellbar. Sieht man, wie das Wasser kommt. Transparent will er sein. Auch wer 5 Euro spendet, soll wissen, was mit dem Geld passiert. Regelmäßig stellt Jörg Burkhardt die Fortschritte an den Häusern ins Internet und zeigt, was 5 Euro bewirken. Wir informieren, das ist ganz wichtig, die Leute, wie weit wir sind. Und wenn wir merken, wir haben das Ziel erreicht, dann informieren wir die Leute auch, dass wir das Ziel erreicht haben. Es gibt dann ja auch, ist ja logisch, einen ganz besonderen Termin. Das ist der Wiederaufbau-Einweihungsfeiertermin. Und dann weiß jeder, da sind wir durch. So weit ist Alessia Decker noch nicht. Sie sucht jetzt in ihrer Heimat weitere Spender für das Haus von Monika Görges. Vielleicht für schwarze Brett in Supermärkten haben wir da auch noch mal einen Flyer, damit die Menschen eben wissen. Ich hoffe einfach, dass da diese Bindung entsteht. Diese Bindung, meine Heimatstadt tut was, dass sie das einfach sehen, dass das einfach auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda ein bisschen weitergetragen wird. Monika Görges Familie hilft jetzt jeder Euro. Hilfen von Stadt und Land sind längst aufgebraucht. Aber fast genauso wichtig ist für sie das Gefühl, dass jemand an ihrer Seite ist. Vor allen Dingen haben wir mit der Alessa ein großes Los gezogen, das muss man einfach sagen. Ne? Die ist wirklich sehr engagiert. Abgesehen von dem Finanziellen ist sie auch wirklich menschlich für uns auch noch da. Das ist also echt klasse. Ein Wiedereinzugsfest, schon bald. Darauf arbeitet Alessia Decker hin und will noch viele Menschen von der 5-Euro-Spende überzeugen. Gut, Feinschliffschalter, ja, das wird noch benötigt. Ja.